Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Ich bin Vito und heute sind wir Son Goku in einer Super Saiyan Form dauerhaft. In der letzten Folge wurden wir übelst von Cell, der ultimativen Form, vermöbelt. Keiner kann ihm was anhaben, er möchte die Cell-Spiele starten. Und ja, jetzt sollen wir ganz schnell zu Chi-Chi gehen, weil die braucht unbedingt unsere Hilfe im Haus. Bup. Chi-Chi, Hübsche, was können wir für dich tun? Chi-Chi, Son Goku, du hast das Training abgeschlossen, oder? Dann lass uns doch als Familie irgendwo hinfahren. Son Goku, naja, ich bin noch nicht ganz fertig, aber okay, klar. Chi-Chi, gut, dann ist es abgemacht. Jetzt, wo du endlich den Führerschein hast, können wir uns das große Auto meines Vaters leihen und mit der ganzen Familie einen Ausflug an den See machen. Son Goku, okidoki, sollen wir irgendwas mitbringen? Chi-Chi, ich mache für uns was zu essen. Könntest du Fisch und Fleisch besorgen? Son Goku, Fisch und Fleisch? Das kann ich mir merken. Wie viel? Chi-Chi, folgende Sachen brauche ich. Ausgesuchtes Bestienfleisch 3-mal, gefrorenes Kaninchenfleisch 2-mal, fetter Riesenfisch 2-mal. Wenn ihr mir das bringt, kann ich ein Festmahl zaubern. Das klingt doch super. Gut, was haben wir davon schon? Was brauchen wir davon noch? Ein Hauch von Normalität. Ein Hauch von Normalität. Achso, ja, auch schön, wir haben alle schon. Also, viel Erfolg! Das ging ja schnell. Son Goku, Chi-Chi, reicht das für die Zutaten? Chi-Chi, schon wieder da? So ist er, mein Mann. Son Goku, ich kann es kaum erwarten, reinzuhauen. Chi-Chi, ich mache uns schon was Leckeres, also immer ruhig mit den jungen Pferden. Tada, fertig. Son Goku, wow, das riecht ja köstlich. Chi-Chi, ich habe versucht, meinen kulinarischen Horizont für diesen Anlass ein bisschen zu erweitern. Macht euch auf was gefasst, Jungs. Son Goku, Mann, ich kann es kaum erwarten. Chi-Chi, musst du aber. Es gibt erst was, wenn wir beim Picknickplatz sind. Son Goku, na dann los. Chi-Chi, na gut. Ah, ich hoffe mal, das wird jetzt so eine Art Minispiel oder sowas, dass wir jetzt da hinfahren können. Chi-Chi, wir waren schon so lange nicht mehr zusammen unterwegs. Das wird bestimmt lustig. Son Goku, für leckeres Essen würde ich alles tun. Aber dieser Führerschein war noch nie mein Ding. Warum nehmen wir nicht den Jindo-Jun? Ist viel einfacher. Chi-Chi, na weil es dann ja kein Familienausflug mehr wäre, nicht wahr? Außerdem hat ein Ausflug im Auto ein bisschen mehr Atmosphäre. Son Goku, ist das alles? Chi-Chi, so mag ich das. Hey, Son Goku, weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, wir sind auf deinem Jindo-Jun geflogen. Son Goku, na klar, wir sind zum Guten Roshi gegangen, um den Bahnhof-Fächer auszuleihen. Chi-Chi, ja genau, als ich hinter dir saß, wusste ich schon, dass wir heiraten müssen. Son Goku, wirklich? Chi-Chi, was für eine schöne Erinnerung. Von dem Tag unserer Verlobung bis zum Wiedersehen beim Kampfsport-Weltturnier konnte ich an nichts anderes als dich denken. Son Gohan, Mama scheint sich zu freuen, Zeit mit Papa zu verbringen. Sie hat sich wirklich Sorgen gemacht, als er diese Herzkrankheit hatte. Ich hab's. Ich sollte mich verabschieden. Wahrscheinlich möchten sie ein bisschen Zeit für sich haben. Son Gohan, tut mir leid, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was erledigen muss. Wollt ihr schon mal ohne mich fahren? Ich komme dann so schnell wie möglich nach. Chi-Chi, aber Son Gohan, das steht doch schon... Nochmal. Aber Son Gohan, das steht doch schon seit... Son Gohan, keine Sorge. Ich weiß, wo das ist.
Außerdem kann ich schneller dorthin fliegen, als ihr fahren könnt. Viel Spaß bei der Fahrt. Chichi, wenn du meinst. Sollen wir, Son Goku? Nur wir beide? Son Goku, klingt gut. Bis später, Son Gohan. Son Gohan, was soll ich jetzt tun? Oh, Telefon. Ey, da ruft jemand an. Wer das wohl ist? Son Gohan, hallo, hier ist Son Gohan. Bulma? Oh, hey, Son Gohan, ich bin's, Bulma. Kann ich mal deinen Papa sprechen? Son Gohan, oh, mein Papa? Tut mir leid, er und Mama sind eben gegangen. Bulma, ja? Oh, Mist, dann habe ich ihn gerade verpasst. Son Gohan, ist irgendwas? Bulma, vielleicht, naja. Wir sind bei mir und reparieren den Cyborg, den Krillin mitgebracht hat. Er braucht einen Ersatzchip für den Kopf, allerdings fehlen uns die Materialien. Ich habe ein bisschen recherchiert und wie es aussieht, sind die benötigten Materialien nur in der Gegend, nur in deiner Gegend zu finden. Ich hatte gehofft, dass dein Papa uns dabei unter die Arme greifen könnte. Son Gohan, oh, ist das alles? Ich würde gerne helfen, ich habe sowieso nichts zu tun. Bulma, wirklich? Oh, das wäre super, danke. Okay, hier kommen die Sachen, die wir brauchen. Bereit? Okay, Memorit. Son Gohan, alles klar, ich die finde ich in Handumdrehen. Bulma, du bist unser Retter, Son Gohan. Son Gohan, gar keine schlechte Nachmittagsbeschäftigung. Gut. Die Transformation Super Saiyan ist jetzt für Son Gohan verfügbar. Ja, wir sind langsam fast tot. Gut, dann lass uns mal. Was ist denn das? Ach da. Ja, ich sehe es schon. Ich hoffe nur, dass da keine Gegner sind. Ich schätze mal, dass wir hier die Dinger kaputt machen müssen. Oder auch nicht, vielleicht doch. Auch nicht. Gut, dann gucken wir doch mal. Vielleicht weiter oben? Aha, hier haben wir schon mal was. Wir brauchen aber drei. Eins. Da unten wäre noch mal so ein Dings. So ein Dingsi. Zwei. Okay, ich dachte, vielleicht ist hier oben was. Da unten müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Oh nein. Lass uns doch in Ruhe. Warum bist du ein überall zu finden? Irgendwo muss auch der letzte Dingsbums sein. Der letzte Memorit. Ja, wir gehen erstmal jetzt hier hin und holen uns das Teil da.
das hier irgendwo am Boden oder? Irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwas kaputt machen müssen. Oder ist hier vielleicht irgendwie eine Höhle oder so? Hier ist auch nirgendwo. Wo kann denn das letzte Ding sein? Oh, vielleicht ja hier in der Höhle? Ach, das ist gar keine Höhle. Das sieht gerade aus wie so eine Höhle hier. Oh, warte. Hier. Dahinter. Aha. Tricky, tricky. Gut. Begib dich zur westlichen Hauptstadt, dann werden wir das doch gerne mal tun. Da hätten wir jetzt. Oh nein, nein, nein. Da gehen wir schnell mal in Bulma. Son Gohan, hi Bulma, ist das alles, Maurice? Bulma, sieht so aus, gute Arbeit, Son Gohan. Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt müssen wir nur noch den Chip herstellen. Hey, wie siehst du denn aus? Bist du wirklich Son Gohan? Son Gohan, bin ich, ganz ehrlich. Ist eine lange Geschichte. Bulma, bestimmt. Ich meine, schau dich nur an. Nun, du bist der Sohn deines Vaters und Saiyajins sind seltsam, also schätze ich, dass das nicht ausgeschlossen ist. Es bringt sowieso nichts, bei euch mit Logik zu kommen. Son Gohan, sie nimmt das erstaunlich gelassen. Das Leben mit Vegeta hat sie wohl abstumpfen lassen. Bulma, danke, dass du mein Lieferjunge bist. Du bist der Beste. Son Gohan, gern geschehen und tut mir leid, dass ich dich überrascht habe. Bulma, übrigens, wo du schon mal hier bist, willst du sehen, wie ich den Cyborg repariere? Bin mir ziemlich sicher, dass nichts passieren wird, aber man kann ja nie vorsichtig genug sein, also möchtest du ein bisschen bleiben? Son Gohan, kein Problem. No problem. Son Gohan, das ist also ein Cyborg? Dieses Ding wurde gebaut, um Papa zu töten? Dr. Briefs! Und das war's. Das wär's. Son Gohan, fertig? Bulma, fast. Der Chip, bei dessen Herstellung du uns geholfen hast, wurde eingebaut. Obwohl er nur winzig klein ist, spendet er den Cyborg Leben. Jetzt setzen wir ihn hier in die Schädelkammer ein und... Ah, voila. 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 Irgendwie so. C16. Analysiere Situation. Bulma, er ist in Betrieb. Hey du, hast du einen Namen? C16, ich
bin C16. Scanne Speicherprotokolle. Ich wurde von Krillin hierher gebracht, um repariert zu werden. Bulma, deine Speicherschaltkreise sind funktionsfähig. Gut. Dr. Briefs, er ist zurück. Son Guan, ihr habt es geschafft. C16, habt ihr mich repariert? Ich bin dankbar. Dr. Briefs, keine Ursache. Wenn du jemanden danken willst, dann Son Guan. Immerhin hat er uns geholfen, dich zu reparieren. C16, Son Guan? Son Guan, hallo. C16, suche Datenprofil gefunden. Son Gohan, Sohn von Son Goku. Bulma, hey, nur weil er Son Goku Sohn ist, heißt das noch lange nicht, dass du ihn auslöschen musst. C16, er ist irrelevant. Mein Ziel ist Son Goku, nicht sein Nachkomme. Bulma, ach ja, okay. Damit kann ich wohl leben. C16, Son Gohan. Er starrt mich an. Warum? C16, Doktor. Dr. Briefs. Ja. C16, ich möchte einen Feldtest im Wald in der Nähe durchführen, um die Funktionalität dieses Körpers zu beurteilen. Dr. Briefs. Tja, darin sehe ich kein Problem. C16, komm mit, Son Gohan. Vielleicht ist deine Hilfe erforderlich. Son Gohan, wirklich? Okay. Bulma, tut mir leid, Junge, aber spiel mit. Mit ihm dürfte alles in Ordnung sein, aber wir haben gerade erst seine Systeme neu gestartet und man weiß nie, was passieren kann. Son Gohan, na klar. C16, ich gehe voraus. Triff mich im Wald. Bulma, ich verlasse mich auf dich, Junior. Son Gohan, ja. Ich hoffe, wir müssen jetzt da keinen extrem krassen... Ach komm, wir heilen uns eben. So, Gegenstände. So. Da. Warum will er sich hier treffen? Oh, wie schön, Rie. Son Gohan, wie ist dein Körper? C16? Zufriedenstellen. Die Diagnose hat eine Funktionalität von 100% ergeben. Son Gohan, das freut mich zu hören. Oh. Also, magst du Tiere? C16 bestätigt. Sie beruhigen mich. Son Gohan, ich mag Tiere auch. Eigentlich interessiert mich alles Mögliche. Ich hoffe, dass ich mal ein Gelehrter werde. C16, ein ausgezeichnetes Ziel. Bin mir sicher, dass du einen vorbildlichen Gelehrten abgeben wirst. Son Gohan, übrigens, willst du wirklich meinen Vater töten? C16 bestätigt. Dies ist meine einzige Direktive. Für mich gibt es keine andere Verwendung. Aus diesem Grund wurde ich für defekt erklärt und eingelagert. Son Gohan, C16, ich verabscheue Auseinandersetzungen. Daher bin ich als Waffe defekt. Son Gohan, das ist kein Grund, dich abzuschalten. C16, Dr. Gero hat einmal gesagt, dass er mich nach dem Abbild seines verstorbenen Sohns erbaut hat. Dieser war kühn und wagemutig, ich bin es jedoch nicht. Eine Kriegsmaschine, die den Krieg meidet, ist nichts weiter als ein Fehlschlag. Son Gohan sagt das nicht. C16, das ist die Wahrheit. Wilderer. Warum hat jeder eigentlich so eine Maschine? Wilderer, hier haben sich also die ganzen knuddeligen Tierchen versteckt.
Son Gohan, wer seid ihr? Wilderer? Ach, nur Leute, die versuchen, mit Pelzen stinkreich zu werden. C16, was? Wilderer? Haha, sieht aus, als hätten wir den Jackpot geknackt. Unglaublich, dass wir die ganzen Pelze an diesem Ort gefunden haben. Son Gohan, das sind Wilderer. C16, Son Gohan. Son Gohan, bin schon einige Schritte weiter. Jagen wir diese Idioten zum Teufel. Easy. Wilderer, ihr seid ja durchgedrehter als ein Hund in der Leckerli-Fabrik. C16, Bedrohung ausgeschaltet. Son Gohan, ja. C16, Son Gohan, ich bin für deine Hilfe beim Beschützen der Tiere dankbar. Und auch für die Hilfe bei meiner Reparatur. Ich entschuldige mich dafür, nicht schon eher meinen Dank ausgesprochen zu haben. Son Gohan, ach, ist kein Ding. C16, der wahre Grund, warum ich dich gebeten habe, mich zu begleiten, ist ein Widerspruch zwischen meinen Daten und deinem derzeitigen Erscheinungsbild. Ich hatte die Absicht, dein Potenzial im Kampf persönlich einzuschätzen, aber dank der Auseinandersetzung mit den Wilderern besteht dazu keine Veranlassung mehr. Deine Stärke ist enorm, sie übersteigt deine gesamte Aufzeichnung in meinem System bei weitem. C16, ich sehe voraus, dass du entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Cell-Spiele haben wirst. Son Gohan, ich? Aber mein Papa ist viel stärker. C16, wir beide sind gar nicht so unterschiedlich. Son Gohan, nicht? C16, kehren wir erst einmal zurück. Der Doktor wird sich Sorgen machen, wenn das zu lange dauert. Son Gohan, genau, gehen wir zurück. Ich soll C16 ähneln? Dr. Reeves, wie ist es gelaufen? C16, außergewöhnlich. Dank dir bin ich vollständig funktionsfähig. Bulma, das habt ihr gut gemacht, Jungs. Wie ich hörte, habt ihr ein paar Wilderer aufgespürt. Ihr habt es ihnen bestimmt ordentlich gegeben, oder? Was für Trottel, dass sie gegen Son Gokus Sohn und einen riesigen Cyborg kämpfen. Son Gohan, das war eigentlich nicht der Rede wert. Bulma, ich weiß. Bleib doch zum Essen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich für deine Hilfe heute erkenntlich zu zeigen. Son Gohan, ehrlich, ich habe überhaupt nichts gemacht. Bulma, ach, sei doch nicht albern. Fühl dich wie zu Hause. Du kannst auch gerne hier übernachten. Ich rufe deine Mutter an, okay? Son Gohan, oh, okay, klar. Oh, nice. Er ist kein Z-Kämpfer, aber er hat Stufe 14 bei, ich vergesse mal, wie das heißt, Mechanik, Technik, keine Ahnung. Forscher? Kann das Forscher sein? Irgendwie sowas. Son Goku, oh! Son Gohan ist also bei Bulma? Ich hatte mich schon gefragt, wohin er verschwunden ist. Chi-Chi? Ja, sie hat gerade angerufen. Er übernachtet bei ihr. Ihre Familie ist stinkreich. Son Gohan genießt gerade wahrscheinlich das Festmahl seines Lebens. Bist du etwa neidisch, Son Goku? Son Goku? Ja, ich habe gegen gutes Essen nichts einzuwenden, aber nichts schlägt deine Küche. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich sie jedem Gaumenschmaus auf der Welt vorziehen. Chichi, wirklich? Danke.
auch wenn das nur Schmeichelei ist. Oh, oh, du machst mich ganz verlegen. Ah, der kleine Charmeur, Son Goku, der kennt ihn nicht. Kurz nachdem Son Gohan nach Hause zurückgekehrt war, Nachrichtensprecher, es folgt eine Eilmeldung. Die königliche Abwehr wurde geschickt, um das Monster namens Cell zu besiegen, aber nur einer seiner Angriffe hat sie alle vernichtet. Ich wiederhole. Son Gohan, wie furchtbar. Son Goku, das waren unschuldige Leute, dieses Monster. Chichi, ich muss mit Piccolo reden. Ich bin gleich zurück. Chichi, Son Goku. Und weg ist er. Worüber muss er denn mit Piccolo reden? Son Gohan, ich bin mir nicht sicher. Son Goku? Yo! Piccolo? Son Goku, was ist? Son Goku? Du glaubst nicht, dass du wieder so sein kannst, wie du vor der Verschmelzung mit Gott warst, oder? Piccolo, was? Son Goku, na, deswegen sind die Dragon Balls verschwunden, oder? Und ich will die Dragon Balls benutzen, um alle zurückzuholen, die Cell getötet hat. Piccolo, tut mir leid, aber das ist nicht so einfach. Wir sind eins. Für immer. Und genau deshalb musste ich lange nachdenken, bevor ich mich entschieden habe. Son Goku, wow. Das muss echt schwer gewesen sein. Ich weiß, vielleicht kann ich einen der amerikanischen Überlebenden dazu überreden, zur Erde zu kommen. Wenn er hier bleiben will, haben wir einen neuen Wächter. Und du weißt, was das bedeutet. Die Dragon Balls kommen zurück, Baby. Mr. Popo, das ist eine wunderbare Idee. Son Goku, warte hier, drück mir die Daumen. Ja, wir wissen alle, wer jetzt kommt. Mit Meister Kaios Hilfe konnte Son Goku die neue Heimatwelt der amerikanischen Überlebenden aufspüren. Nachdem er per Teleportation ankam, empfingen die Bewohner des Planeten Son Goku wie einen Helden. Son Goku erklärte ihm das Problem und fragte den neuen Oberältesten, Muli, ob er jemanden kenne, der als neuen Wächter der Erde geeignet wäre. Und tatsächlich konnte Muli die richtige Person für diese Aufgabe, kannte er die richtige Person für diese Aufgabe. Es war kein geringer als Dende. Piccolo, ist ganz schön lange her. Son Goku, Moment, ich hole Son Gohan, Krillin, in Windeseile her. Son Goku, mal sehen. Son Gohan, was? Son Goku, Leute, darf ich euch den neuen Wächter der Erde vorstellen? Krillin, ist das wirklich Dende? Das ist ja schon so lange her. Unglaublich, dass dieses Blondchen hier Son Gohan ist. Dende? Krillin, Son Gohan, schön euch zu sehen. Son Gohan, willst du wirklich der neue Wächter sein? Dende? Ganz genau, ich bin froh, dass sich unsere Wege wieder gekreuzt haben. Piccolo, Dende, stimmt es, dass du die Dragon Balls wiederherstellen kannst? Dende, ja, kann ich. Einen neuen Satz herzustellen würde ungefähr 100 Tage dauern. Aber wenn wir den inaktiven Satz auf der Erde verwenden, sollte im Nu alles wieder funktionieren. Krillin, wirklich? Das ist perfekt. Piccolo, dann hätten wir drei Wünsche, oder? Wie auf Namek. Dende? Ja. Piccolo, könnten wir wie beim letzten Mal mehrere Leute auf einmal zurückwünschen? Dende, das wäre wohl möglich, also wenn ich die entsprechende Anpassung vornehme. Das würde dann allerdings als zwei Wünsche zählen. Son Gohan, ach, ist das alles? Piccolo, soll mir recht sein, fangen wir an. Dende, okay, ich lege sofort los. Dende, die Dragon Balls dürften jetzt wiederhergestellt sein. Son Goku, Moment, was? So schnell? Piccolo, unfassbar. Dieser kleine Knabe scheint wirklich was drauf zu haben.
Son Goku, na dann, sammeln wir alle Dragon Balls ein. Son Gohan, dein Training ist abgeschlossen. Entspann dich mit Dende, bis die Cell-Spiele beginnen. Son Gohan, was? Aber... Son Goku, ey, keine Sorge, das passt schon. Bis später. Gottes Nachfolger. Okay, jetzt sollen wir die Dragon Ball suchen. Und wir haben eine Nebenquest. Die machen wir eben schnell. Weil die Dragon Balls, die können wir auch eben bis zur nächsten Folge alleine suchen. Das ist ja jetzt nichts. Nichts Tolles. Hey, Meister Quitte, was machen Sie denn hier unten? Meister Quitte, Son Goku, hey Meister Quitte, was machst du? Meister Quitte, ach, verstehe, du bist ein Super Saiyan, ich hab dich nicht gleich erkannt. Son Goku, ja, tut mir leid, ich hätte vergessen, dass ich als Super Saiyan ganz anders aussehe. Meister Quitte, dein Äußeres mag anders aussehen, aber innen drin bist du immer noch Son Goku. Son Goku, also was ist los? Steckst du in Schwierigkeiten? Meister Quitte, nein, eigentlich nicht. Ich könnte aber deine Hilfe gebrauchen. Son Goku, was gibt's denn? Meister Quitte, ich möchte leckeren Pilztee brauen, aber ich habe wohl keine frischen Pilze mehr. Dein Lehrer Muten Roshi zog früher immer für mich los, um sie zu sammeln. Son Goku, Muten Roshi? Wirklich? Meister Quitte, ist ewig her, dass er das gemacht hat. Es gibt da eine Höhle, wo sie wachsen. Die Gegend um die Höhle hat sich kaum verändert, also ist sie bestimmt noch da. Ich frage das ungern, aber könntest du mir einige besorgen? Gerade fiel mir ein, dass ich mich um andere Sachen kümmern muss. Ja komm, ein bisschen Pilze suchen. So Goku, na klar, das mache ich. Meister Quitte, vielen Dank. Du kannst die Höhle hier finden. Son Goku, danke, ich bin gleich zurück. Viel Glück. So. In die Nähe der Cell-Spiele müssen wir? Okay. Dann lass uns dahin. Vielleicht ist ja auch hier dann direkt ein Dragon Ball. Na gucken. Hier haben wir erstmal die Höhle. Teammensch A. Komm nicht näher. Wir trauen Menschen nicht. Son Goku, hey, immer mit der Ruhe. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich brauche was in der Höhle. Teammensch B, du bist hier, um dich über uns lustig zu machen, oder? Raus hier. Son Goku, die sind ja ganz schön aufgeregt. So kann ich die Pilze auf keinen Fall finden. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben, aber ich schätze, mit einem Menschen zu reden, mit einem Menschen reden sie nicht, obwohl ich keiner bin. Aber ich will sie hier nicht so zurücklassen. Meister Quitte kann ich auch nicht herbeibringen. Der ist viel zu alt dafür. Ich frage besser Oolong. Mal sehen, Oolong. Dann, warum hast du mich hierher gebracht? Hier will ich nicht sein. Son Goku, auch. Komm schon, Oolong. Du hast doch nichts Besseres vor, oder? Ich könnte deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Oolong, ich habe zwar nichts Besseres zu tun, aber trotzdem, hier gibt's keine Mädels. Tiermensch A, du siehst nicht aus wie ein Mensch. Hast du auch Animorphalin genommen? Oolong, was? Ich bin so geboren worden. Tiermensch B, du wurdest so geboren? Dann hast du noch mehr gelitten als wir. Oolong, also was ist mit euch los? Tiermensch A,
Es sieht zwar nicht so aus, aber wir waren mal Menschen. Wir wollten zu Tiermenschen werden, also haben wir Animorphalien genommen. Jetzt gibt's kein Zurück. Tiermensch B. Ja, und jetzt, wo Anomorphalien nicht mehr in ist, sieht man keine Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen, machen wir uns zum Gespött der ganzen Stadt. Tiermensch A, bitte, du musst uns helfen. Finde eine Möglichkeit, uns wieder zu Menschen zu machen. Oolong, was unternimmt man da, Son Goku? Son Goku, das ist eine harte Nuss. Wenn ihr wieder normal geworden seid, lasst ihr mich in die Höhle, oder? Ich suche nach Pilzen, die da drin wachsen. Tiermensch A, ja, klar. Son Goku, meine Freundin Bulma weiß vielleicht, was man machen kann. Ich frag sie. Tiermensch A, du wirst uns helfen? Son Goku, boah, ich werde tun, was ich kann. Son Goku, danke fürs Zuhören, Oolong. Oolong, Moment mal, das ist schon alles? Dafür hast du mich den weiten Weg hierher geschleppt? Son Goku, okay, lass uns zurückgehen. Oolong, bist du etwa taub? Son Goku brachte Oolong zurück zur westlichen Hauptstadt. Oolong, Mann, ich bin doch kein Werkzeug, das du einfach wegwerfen kannst, wenn du es nicht mehr brauchst. Son Goku, ey, sag nicht sowas, okay? Du musstest doch gar nichts tun. Oolong, du bist immer noch genau wie immer. Erst ziehst du andere in deine Probleme hinein und dann tust du so, als wäre das alles kein Problem. Son Goku, tue ich das? Darüber habe ich noch nie noch nie Gedanken gemacht. Wie dem auch sei, lass uns zu Bulma gehen. Oolong, genau, das meine ich. So, Bulma. Ich schätze mal, die ist hier. Da ist sie. Bulma. Son Goku. Hey, Bulma. Bulma. Oh, Son Goku. Was führt dich denn hierher? Son Goku. Weißt du etwas über ein Mittel namens Animorphalin? Bulma, natürlich. Das ist ein von der Firma Magische Medizin entwickeltes Serum. Wenn man es nimmt, verwandelt man sich in einen Tiermenschen. Das war damals total angesagt, als ich 10 oder so war. Selbst der König der Welt hat es genommen und wurde zu einem Tiermenschen. Soweit ich sagen kann, nimmt das Zeug niemand mehr. Warum fragst du? Son Goku, ich habe ein paar Typen getroffen, die eine extra starke Version genommen haben und Tiere geblieben sind. Bulma, extra starkes Animorphalin? Nie davon gehört. Was ist mit dir? Weißt du etwas? C16, ich wurde nur dazu erschaffen, Son Goku zu vernichten. Ich werde ihm nicht helfen. Bulma, komm schon. Mir kannst du es doch sagen. Son Goku braucht gar keine Hilfe, sondern die Tiermenschen. Bulma, na schön, Son Goku. Geh mal spazieren. Vielleicht sagt er es mir, wenn du weg bist. Son Goku, was? Bulma, so. So besser? C16, viel besser. Ich schulde dir etwas, also werde ich es dir sagen. Bulma, gut, Son Goku ist weg, also immer raus damit. C16, laut meiner Datenbank hat die Red Ribbon Armee minderwertiges Animorphalin verkauft, um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Bulma, ach wirklich? Glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo eingelagert? C16? Das war vor mehr als 10 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist. Bulma, wenn ich doch nur Tests mit diesem minderwertigen Animorphalin durchführen und eine Möglichkeit finden könnte, die Wirkung aufzuheben. Bulma, so sieht's aus. Tut mir leid, aber die Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen. Son Goku von oben? Das wird nicht. Moment. Warte. Ich wette mit Mr. Popo weiß etwas. Warum sollte er davon was wissen? Hey, Mr. Popo. Hast du eine Minute? Ich muss was mit dir besprechen. Mr. Popo? Ja, was ist denn, Son Goku?
Son Goku, danke. Es gibt dieses Mittel namens Anemorphalin, das Leute in Tiermenschen verwandelt. Ein paar Typen haben eine schlechte Mischung erwischt und sind immer noch Tiere. Kannst du ihnen helfen? Mr. Popo, wahrscheinlich. Ich kenne ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten. Und jemand muss mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubrauen. Son Goku, verstanden. Ich finde die Zutaten und Bulma hilft dir bei der Zubereitung. Mr. Popo, genau das brauche ich. Hochwertiges Kraut. Okay, mal gucken, ob wir es schon haben. Mr. Popo, wenn du mal nicht genug weißt, was ich brauche, frag mich einfach. Son Goku, alles klar. Danke, Mr. Popo. Ja. Wir sind jetzt schon bei ca. 41 Minuten. Dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge, suche hier die Sachen zusammen, suche die Dragon Ball zusammen. Und in der nächsten Folge werden wir dann das hier abschließen und die Dragon Balls haben. Ja. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert fleißig, ich würde mich freuen. Dann werde ich euch auch so schnell wie möglich antworten. Ein Zungenbrecher. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein.